So schön Zwift, Klassen, Vererbung, Variablen, Konstanten, Methoden, Argumente, Initialisierer, auch alles ist. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder ein bisschen Spaß haben mit iOS und mit Storyboard. Und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, wie wir eine App schreiben, die von einem Schirm auch zu einem anderen kommt, denn unser Storyboard ist größer normalerweise als nur ein einzelner Schirm. Das wisst ihr selber, Apps sind immer eine etwas komplexere Sache. Dazu machen wir uns ein neues Projekt und wir haben eine Single View Application iOS und wir nennen das Ganze einmal Multiscreen, ja, das wäre doch mal ein toller App-Name. Und unsere Multiscreen-App liegt dann nicht im Kapitel 4, sondern im Kapitel 5. Und wir werden dort sicherlich auch wieder einzelne Schritte haben. Also liegt sie im Kapitel 5, Step 1. An der Stelle übrigens gleich ein interessanter Hinweis. Your maximum app ID limit has been reached. You may create up to 10 app IDs every 7 days. Ja, danke Apple. Als Trainer und Coach darf man also nicht unterwegs sein, wenn man kostenlos auf die eigene Apple ID zugreift. Aber okay. Für euch ist das natürlich kein Limit, denn ich denke, ihr werdet nicht mehr als 10 Apps in 7 Tagen machen. Ich mache halt hier viele in Form unseres Trainings. Aber wenn man Teilnehmer eines dieser Apple-Entwicklerprojekte ist, dann kann man natürlich beliebig viele Projekte am Tag erstellen, wenn es sein muss, auch 50. Also es gibt da ein paar Limits für diese kostenfreie App-Developer-Geschichte, aber bitte, so soll's sein. Apple hat's auch wirklich nötig, jeden Euro zu verdienen. Die Firma ist dringendst darauf angewiesen. Okay, wir wollten uns eigentlich mit dem Thema Multiscreen beschäftigen und dazu gehe ich in unser Storyboard und wir haben hier schon unseren altbekannten View-Controller. Ja, ach, ist doch schön mal die Swift-Playgrounds hinter uns zu lassen. Jetzt wird's wieder bunt. Gut, wir wollen also zu einem anderen View-Controller wechseln. Dann würde es sich ja wohl anbieten, wenn wir so einen View-Controller auch auf den Screen ziehen. Hier können wir das einfach tun. Drag und Drop aus unserer Objektbibliothek ein neuer View-Controller. Schön. Wie könnten wir die beiden jetzt unterscheiden? Gehen wir doch mal her und machen hier eine Farbe. Ja, ich weiß das, ich stehe auf mein Orange. Der zweite View-Controller ist orange. So, und der erste View-Controller, klicken wir auf View, Attribut-Inspektor, Background. Ah, was können wir da machen? Wie wäre es denn mit so einem schönen, augenschmerzenden Pink? Okay, also haben wir mal zwei mehr oder weniger hässliche View-Controller. Jetzt kommt nochmal dieser Pfeil Initial View Controller und je nachdem, welcher der Controller der Initial View Controller ist, das hatte ich schon mal erklärt, wird der eine oder der andere beim Starten der App initialisiert. Wir bleiben mal hier bei unserem Pink Controller. So, wie kann ich denn jetzt bitte so einen Orange View Controller aufrufen? Natürlich müsste ich dazu hier irgendein Element haben, wo ich drauf klicken kann, damit eine Aktion ausgeführt wird. Wie schön, dass wir die Basics ja alle schon hinter uns haben. Dann nehmen wir uns doch einen Button, legen den da oben rein und auch das, was jetzt kommt, wisst ihr schon. 0, 16, 16 und dann ist er da oben eingequetscht zwischen den beiden Ecken. Ich kann auch auf den Titel doppelklicken. Ja, ich muss das nicht immer über unseren Attributinspektor machen, um den Text eines Buttons zu ändern. Doppelklick auf den Titel. Also ihr seht sich, es lohnt sich jedes Video anzuschauen. Es gibt halt doch immer wieder mal was. Ne? Und was machen wir? Orange View. Wir wollen den orangen View anzeigen, wenn der Button geklickt wird. Müssen wir dazu viel programmieren? Versuchen wir doch mal, was passiert, wenn ich diesen Button mit Ctrl-Klick anklicke und hier auf unseren anderen View-Controller gehe.
Und dann lasse ich mal die Maustaste los und dann haben wir so Optionen wie Show, Show Detail, Present Modally und, und. Sehr interessant. Machen wir doch mal Show. Was haben wir denn jetzt bekommen? Ein Segway. Nee, steht nicht in der Garage und hat zwei Räder. Segway, englisches Wort für Verbindung. Wir haben die Verbindung von diesem Button zu diesem Screen. Ja, sieht ja soweit alles ganz gut aus. Dann wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn wir unsere App starten. Und ich gehe mal auf Pause und spare für uns Sendezeit. Hat sich ja fast nicht gelohnt, Pause zu drücken. Der Rechner war gut drauf, der Simulator ist schnell gekommen. Also, wir haben unseren Orange View hier. Schön. Der Button, ne? Der Button Orange View. Wir haben den Pink Controller, wenn wir so wollen, gestartet. Jetzt lösen wir die Spannung auf. Ich klicke mal drauf. Yay! Und wir sind auf dem Orangen View Controller. Toll! Mensch, super! Wie kommen wir denn wieder zurück? Ja, Flexibilität ist ja nur eine unserer Stärken. Nehmen wir doch mal einen Button, ne? Gutes Rezept, legen den da oben hin. 0, 16, 16, ist halt so, hätte Apple gerne, legen wir ihn hin. Und wir wollen wieder zurück auf den Pink View. Was würden wir denn machen? Ziehen wir doch einfach so mit Ctrl-Click her und machen ein Show. Wow, jetzt haben wir wieder so ein Segway zurück, die sich da aufs Übelste kreuzen. Ja, gefällt. Gucken wir mal, ob's auch funktioniert. Und wir starten unseren Simulator. Der kommt bestimmt wieder schnell. Und ja, wir gehen auf den Orange View, auf den Pink View. Auf den Orange View, auf der, ja, ist ja toll, Problem gelöst. Ja, Leute, vermeintlich ist unser Problem gelöst. Wir müssen uns jetzt aber unterhalten über den View Lifecycle und dass das, was wir hier gemacht haben, ein ziemlich großer Blödsinn ist und sogar wahnsinnig gefährlich ist und man das nie machen darf, außer zu Schulungszwecken. Ja, und wie das genau zusammenhängt, erkläre ich dann im nächsten Video.